So. Ich dachte, machen wir jetzt weiter. Packen dich wieder rein. So, und dann weiß ich, überlege ich, gehen wir oben lang oder gehen wir. Ich glaube, wir gehen einmal oben lang. Obwohl, wir haben nicht genügend Platz. Ne? Nee. Dann gehen wir erstmal jetzt gleich unten lang. Ich überlege gerade, wo ich den einen Schlüssel noch abgeben muss, weil normalerweise ist es so, kommt die Einblendung. Ach, meine Tasse ist leer, hätte ich mir einen Kaffee machen können. Weil normalerweise kommt eine Einblendung, wenn du den Schlüssel nicht mehr benötigst, ob du wegwerfen wirst. Ablenken, ja. So, jetzt kam er zum Beispiel bei dem Schlüssel jetzt. Wenn ihr hier zum Beispiel seid, könnt ihr nicht den ersten, aber den zweiten verschieben. Es müsste. Ich glaube, beim zweiten Mal kommt, glaube ich, Kunde durchgesprungen. Im Originalteil kam, glaube ich, beim ersten Mal schon Kunde durchgesprungen. So, hier braucht man denn den anderen, ne? Genau. Und hier kriegen wir jetzt natürlich jetzt unsere Chemikalie, die wir brauchen. Die Pflanzen brauchen wir nicht. So, dann gehen wir gleich in den Raum. Dann gehen wir einmal rundherum. Auch wenn wir da, wir müssen sogar so später hier wieder lang. Ja, ich will den Stöpseln ziehen. Vielleicht ist noch eine heiße Frau drin. Leg dich hin. Und wieder ein kleiner Schlüssel. So, dann kommen wir nämlich hier raus. Nein!
In den Raum gehen wir hier noch nicht rein, da gehen wir später rein. Wegen der Schrotflinte. Der ist verschlossen. Huch, ich habe total vergessen, dass hier auch noch einer steht. Warst du schon offen? Ja, du warst schon offen. Gut. Da müssen wir aber noch nicht durch, weil wir das eine im Leben auch nicht, noch nicht haben. Rüstungsschlüssel. Warum muss ich den Rüstungsschlüssel denn noch einfügen? Irgendwas, wie sieht er an? Okay, den da oben. Was? Du hast mir mal Zorn da gelassen. Leider kann er Erste Hilfe nicht übereinander stacken. So, Dings will ich ja gleich nutzen. So, jetzt ist er endgültig tot, denn beim nächsten Mal wird er weg sein. Das heißt, sie sind zweimal da. Was ist mit dir? Okay, dich gibt's noch nicht. Ablegen, ja. Ich bin hier natürlich auf der falschen Seite, ne? Ich bin natürlich auf der falschen Seite. Ja, Texte gehe ich hier komplett gar nicht durch. Warum das einschaltet? Drücken den Knopf? Nein!
Nein. Da muss ich den wieder reinhalten. Hä, wie war denn das? Ach nee. Genau, ich... Ah, ich muss ihn einmal tauschen. War doch nicht blöd. Warum muss ich in den nicht rein, ne? Nee. Wie viel Platz habe ich? 2. Da war, glaube ich, nur grünes Kraut hinten, ne? Ja. Ink Ribbon brauche ich nicht. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz runter, pack alles so weit weg, dann komme ich noch mal hin und dann nehme ich hier die ganzen Pflanzen mit. Windwappen brauche ich eh nicht, also jetzt noch nicht. Das brauche ich erst komplett später, so ungefähr um die Hälfte rum des Spiels. So, dann nehme ich nämlich die Pflanze, die ich hinten weg. Erstmal. Am Ende wird ich sehen, dass ich hier nachher relativ viel Kräuter wahrscheinlich gesammelt habe. Ah, nur eine Pflanze? Das sah so aus wie 2 hier hinten.
Okay. Das sah aber zuerst aus wie zwei Pflanzen hinten. So, dann gehen wir gleich wieder auf die andere Seite rüber. Nachdem wir das gleich unten alles abgegeben haben. Ich glaube, man kann drei nehmen, genau. Noch einer geht nicht. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr das wie folgt macht, wenn ihr gerade das Spiel vielleicht erst gerade sieht oder vielleicht erst kauft. Dass ihr praktisch einmal ein Grün-Herb erstellt aus dreimal Grün, so wie hier gerade. Einmal ein aus zwei habt. Und dann die das heißt praktisch ja einmal Dreiergrün, einmal Zweiergrün habt und halt einmal ein Gemisch aus Grün und Rot und dann vielleicht nachher noch mal einen habt aus Grün, Rot und Blau. Da muss ich gucken, ob es denn auch ich Blau unter Grün und Rot mischen kann oder ob ich Blau hiermit mischen muss. Das sehe ich dann aber denn. Genau, nehmen wir uns das schon mal mit, den gehen wir oben oder gehen wir unten lang? Komm, wir gehen unten lang. Dann brauche ich nicht im Esszimmer wieder runter, in den Eingangsteil wieder runtergehen, sondern können wir gleich hier unten, wenn wir hier unten durchgehen, durchziehen, einen Langgang. Gehen wir schnell. Das habe ich nicht gesehen. Vier Schuss. Den Langgang hier schon mal die Hunde wegschießen. Dass wir dann auf dem Rückweg, wenn wir hier lang gehen, nicht wieder die Hunde platt machen müssen. Bist du schon tot? Ein fucking Schuss. Okay. So müssen wir es nämlich auf dem Rückweg nicht machen. So, dann können wir nämlich hier unten. Jetzt guck meine Nase. Einmal den blauen Edelstein mitnehmen. Aber nee, den lassen wir erstmal noch. Weil wir die. Obwohl. Korrektur.
Korrektur. Wir gehen jetzt hier noch einmal nicht oben lang. Also ich bitte dieses Video oder dieses Let's Play nicht als euren Komplettlösung durchzunehmen, weil ich hier komplett nicht ergonomisch laufe. Weil wenn ihr von A nach B in der schnellsten Zeit laufen wollt, müsst ihr euch dann ein anderes Let's Play angucken. Ich glaube, das Schild kriegen wir, glaube ich, erst auf der anderen Map. Auf der anderen Map, wenn wir drüben sind. Im Gartenhäuschen. So, hier will ich eigentlich nur, weil wir müssen nachher so oder so hier wieder rein. Wegen abgesehen von der Munition. Achso. Weißt du überhaupt, was er will? Anscheinend wohl nicht. Nämlich deswegen wollte ich nämlich hier schon mal rein. Wegen den Noten. Die können wir natürlich jetzt erstmal nicht tragen. Ist aber erstmal egal, da wir die Schrotflinte nicht haben. Wie gesagt, wir müssen sowieso nachher in den einen Raum wieder hier rein. Wegen der Tür da oben. Deswegen können wir erstmal hier weitergehen. Wie gesagt, die Pflanzen, die jetzt hier rumstehen, die würde ich erstmal so stehen lassen, weil ich habe ja ein Dings einiges, wenn wir eh später wieder hierher kommen oder uns was passiert und wir sind gerade zum Beispiel an ihr, dann können wir da mal hingehen und können die Kräuter uns nehmen. Wir müssen nicht erst noch versuchen, auf Krampf in den nächsten Safe House zu kommen. Safe Room. Und wenn ihr auch ein Let's Play draus machen wollt, würde ich euch so empfehlen, je nachdem wie ihr Video länger macht, dass ihr dann immer kurz bevor das Video beendet, dann immer dann erst speichert. Und nicht dann auch versucht auf Krampf dann immer irgendwas zu machen. Du wirst aber demnächst aufstehen. So. Das haben wir natürlich hier zum Glück den Raum erstmal. So, hier ist eine Inschrift. Blau und gelb. Blau haben wir ja. Die können wir erstmal mitnehmen. Ich glaube, im Originalteil war es rot und blau. Und nicht gelb und blau. So, jetzt gehen wir hier runter. Und hauen erstmal die Chemikalie weg. Müssen wir kurz gucken.
bauen. Rot. Genau. So, die Pflanzen lassen wir außen vor, denn wir brauchen hier hinten die Gesichtsmaske. Du kommst da rein. So, ich mache jetzt mal auf ganz riskant. Weil dann gehe ich nämlich jetzt zurück zum Pflanzenraum. Hol mir nämlich da alle Pflanzen raus. Weil da müssen wir nämlich nachher nicht mehr lang. Dann gehe ich nämlich wieder zurück, pack die Pflanzen weg, nehme mir das wieder raus, was ich brauche, hole die Schrotflinte, gehe zum Klavier, gehe dann rüber und hole mir die Schrotflinte. Und dann habe ich das nämlich auch weg. Weil ihr kriegt zum Beispiel eine Trophäe, wenn ihr in jedem Raum wart, und eine Trophäe, wenn jeder Raum nicht rot ist, sondern nachher grün blinkt. Das heißt, ihr alles rausgeholt habt. Die Trophäen habe ich damals aber schon geholt, deswegen brauche ich die nämlich nicht. Aber man kann nie genug erste Hilfe haben. Speziell, wenn ihr auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Das ist immer schön zum Vorteil, wenn ihr so einen kleinen Puffer habt. Auch wenn meiner jetzt rein rechtlich überflüssig ist. So, dich brauche ich. Dich brauche ich. Die Totenmasken nehme ich dann erst nachher mit, wenn ich sie brauche. Da kriege ich nämlich noch. Nehme ich noch. 3 Stück. Sonst komme ich nämlich nicht weiter. Ich kann sie rein rechtlich jetzt auch schon nach und nach einsetzen. Aber so warte ich dann jemand, bis ich sie hoch. Einmal alle habe. So, nehme ich jetzt schon mal die Strohflinte mit, weil wenn nämlich Rebecca das Klavier spielt, muss sie nämlich minimal üben. Also jetzt habe ich hier wahrscheinlich, okay, habe ich den schon mitgenommen? Ja, den habe ich schon mitgenommen.
Farbband, das Ink Ribbon. Ich weiß auch gar nicht, welche Version das vom Spiel ist. Also Version 1.1, 1.5, 2.30 oder so. Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, seit 2018 wurde das, glaube ich, nicht mehr geupdatet. Das rufen damit natürlich jetzt zurück auf den Plan. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? Deswegen holen wir nämlich gleich die Schulfinde auf den Rücken, um das eine Emblem, was im Esszimmer steht. Ja, das ist noch nicht so ganz rund, Mädel. Oh, what was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Jetzt habe ich dann noch, ja, zwei Plätze habe ich noch frei. Schulfeld habe ich schon, ne? Genau. Dann kann ich das Emblem eigentlich schon mitnehmen. Obwohl, ich muss eh durch. Ich muss eben da hier unten durch. Oder kann ich das Emblem da erstmal hängen lassen? Im Originalteil war, glaube ich, die Schreibmaschine hier vorne an der Treppe und nicht im Esszimmer. Fällt mir mal kurz auf. Ach nee, ich muss ja eh unten. Wieso gehe ich hoch, wenn ich unten lang muss? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mehrere Folgen vielleicht zusammenfüge. Oder ob ich zwei getrennte Playlists mache zu Resident Evil 1 Remaster. Dass ich sie einfach benenne nach Resident Evil Remaster Jill Durchgang und die andere vielleicht Chris Durchgang. Oder ich dann einfach nur reinschreibe Part 1 Durchgang Chris. Und der andere vielleicht Durchgang Jill oder sowas. Okay, die sind alle down. Upsi. So, ist nämlich erstmal die von der Wand. Und hängen die gleich wieder drauf, die kaputte. Nehme ich dich mit. Sonst hier noch was? Nein. Oh,
Und normalerweise würde jetzt die Decke runterkommen, wenn man die Showfinde vorher runtergenommen hätte, aber die andere nicht draufgepackt hätte. Bei Jill kommt Barry an dieser Stelle. Jetzt gehen wir nämlich den Weg wieder zurück. Und wenn unten gleich das Emblem mit. Ach ja, ich brauche ja so oder so gleich Platz, ne? Ja. Weil ich kann ja nur das Emblem mitnehmen, aber nicht tauschen. Weil ich ja keinen Platz habe. Eigentlich läuft man viel im Herrenhaus und später nachher im Labor. Dazwischen geht es eigentlich relativ schnell. Das Emblem nehme ich schon mal mit. Er ist noch down. Jetzt bringe ich aber erstmal ein paar Sachen weg. Unter anderem auch die Schrotflinte. Weil die Schrotflinte nutze ich erst später. Okay, dann. Also der rechts von uns ist immer noch down. Deswegen ziele ich teilweise. Also wollen wir nicht einfach teilweise mal so in die Luft ziele. Da will ich nämlich gucken, ob die Gegner, die da liegen, getriggert werden oder nicht gezögert werden, weil der liegt ja steht eh noch mal auf. Also ich habe gerade noch mal X gedrückt, das heißt, wir konnten eigentlich so lange sitzen bleiben. So, das Farbband kommt weg. So, jetzt gehen wir den. Glückszug, habe ich das im Leben? Ja. Ich hatte schon, dass ich das im Leben zurückgelegt habe. Also mein Handy hat erstmal genug aufgeladen, bis 81%. Ich weiß, das soll man nicht machen. Entweder ganz aufladen oder gar nicht. Oh mein Gott. Chris, I think I got it. Practice makes perfect. Huh? What's this? Wir schalten die richtig davor.
Hallo, kann ich nicht mit ihr noch mal reden? Nein. Gut. Doch. You all right in there? Yeah. Gut. Hier sind wir auch durch. Achso, das ist der Raum da oben. Das muss ich einmal kurz. Okay, genau einmal spiegelverkehrt. Ich habe es nämlich genau falsch rum gemacht. Der Kleine kommt nach oben. Und der Große kommt nach unten. Rüstung. Ach nee, das ist das Schild. Da muss ich erstmal gucken, wo der Schildschlüssel hinkam. Kommst du vielleicht hier hin? Okay, Helm ist denn auf der anderen Seite. Unten ist alles safe. Okay, dann sind das soweit die Räume bis jetzt. Bis auf einen, glaube ich. Wie viel Platz habe ich? Da gehe ich erstmal hier hin. Obwohl, ich glaube, da komme ich. Ach ne, ich muss da glaube ich erst hier rein, genau, weil da oben eine Maske drin ist. Ich nehme hier erstmal die Schrotflinte Monument. Schrotflintenmunition mit. Weil wir treffen gleich auf eine Schlange und auf die müssen wir erstmal hier oben nicht schießen. Müssen.
Da muss man einfach nur schnell sein. Mal unter Jill Run Richard geholfen hat, kam Richard nämlich da rein und dann wird nämlich Richard von der Schlange gepressen. Ah, der Raum ist clear, genau. So, dann kann ich nämlich jetzt die ich oben in das Rätsel machen gleich, was hier noch ist. Ich habe eh nur einen Platz, dann lassen wir die da erstmal noch liegen. Machen jetzt das Rätsel, nehmen die nächste Maske mit, können dann praktisch hier oben runterlaufen und dann praktisch das denn den nächsten Schritt machen. Wie war denn das? Ich glaube, das war, glaube ich, so. Immer, glaube ich, diagonal. Glaube ich. Ernsthaft? Und jetzt ihn. Den geht nämlich da oben längs weg. Genau. Sonst wäre Gas rausgekommen, wenn wir es gedruckt hätten. Das kommen wir schon mal hier. Hinstellen. So. Okay, er ist tot. Das heißt, er wird spät aufstehen, wenn wir nach Holland kommen. So. Und du kommst weg. Und dann nehmen wir dich mit. Weil wir nämlich auch gleich die Vätermaske kriegen und dann können wir gleich praktisch, ja, fortsetzen, das Spiel. Oh, es ist auch gut in der Zeit, ja. Ja. Man kann, glaube ich, zwei, dreimal durchgehen, dann fällt der Griff von der Zeit aus ab. Das heißt, das nächste Mal können wir
so nicht mehr lang gehen. Da kommen wir nämlich nur noch von außen nach innen, aber nicht von innen nach außen. So, erstmal hier rumlaufen. So, die Krone ist grün. Armband. Das Armband ist orange. Weiß ist falsch. Das muss ich gucken. Die Halskette war lila. So, weiß. Wieso sind die immer alle fucking weiß, Diggi? Mann. Das Armband soll nicht grün. Oh, ist das was da auf grün? Digga, ich hab... Meine Fresse, wie ich das hasse! Nein, ich will nicht färben! Meine Fresse! Digga, wie mich diese Spuchtelscheiße ankotzt immer, ne? Nein... Nein. Grün, grün. Ja. So, die Halskette muss aber lila sein. Das ist richtig.
So, jetzt mache ich hier schon mal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge und an dieser Stelle wieder.